Kapitel 11. An diesem Tag musste ich nicht mehr in den Unterricht zurück, aber Anastasia und Juliet waren trotzdem vor mir zu Hause. Ich ging auf die Polizeiwache, um die Anzeige gegen Jason offiziell zurückzuziehen, und anschließend fuhr mein Dad mich in die Verbrennungsklinik zu einem Termin mit meinem Chirurgen. Als wir nach Hause kamen, war es nach 4. Ich hatte einen schrecklichen Tag hinter mir und war erschöpft. Ich hielt direkt auf mein Zimmer zu, als wir durch die Tür kamen. Aber offensichtlich war mein Vater fest entschlossen, Dr. Parrish Anweisungen Folge zu leisten und jederzeit ein Auge auf mich zu haben. Schatz, denk dran, was deine Psychologin heute gesagt hat. Seine Stimme klang angespannt und hilflos. Ich wollte mich nur umziehen und meinen Computer holen. Er ließ mir die Lüge durchgehen und sah hinunter ins Wohnzimmer, von wo aus der leise Ton des Fernsehens die Treppe hinauf waberte. Soll ich Jennifer und die Mädchen bitten, zu uns hochzukommen? Ich schüttelte den Kopf. Ich schaffe es schon, die Treppe runter. Ich ließ mir Zeit damit, aus meiner Schuluniform in eine weiche Yogahose und ein weites Langarmshirt zu schlüpfen. Aber mein Dad wartete immer noch auf mich, als ich aus dem Zimmer kam. Wenn er vorhatte, mir nun gar nicht mehr von der Seite zu weichen, würde ich mich innerhalb einer Woche in einer Einrichtung für suizidgefährdete Jugendliche wiederfinden. Zumindest machte er sich nützlich und trug meinen Laptop und Rucksack für mich die Stufen hinunter. Die Zwillinge lagen auf dem riesigen Sofa, machten Hausaufgaben und schauten dabei Access Hollywood. Jennifer verausgabte sich in einer anderen Ecke des Zimmers auf einem Crosstrainer. Mit rotem Gesicht und schweißnass in Sport-BH und kurzen Shorts hätte sie mühelos Werbung für einen Sportartikelhersteller machen können. Ihr Gesicht erstrahlte, als Dad ins Zimmer kam. Und? Fragte sie hoffnungsvoll. Gute Neuigkeiten? Ihre Stimme ließ die Zwillinge aufmerken. Juliet sah kurz hoch und wandte sich dann wieder ihrem Mathebuch zu. Aber der Blick, den Anastasia mir zuwarf, sagte mir, dass sie ihre Standpauke bereits erhalten hatte. So wütend, wie sie mich anfunkelte, musste sie eine heftige Strafe aufgebrummt bekommen haben. Die gute Nachricht ist, der Riss war nicht allzu schlimm, sagte Dad. Die schlechte Nachricht ist, sie wird trotzdem an der Innenseite des Ellenbogens operiert werden müssen. Sie meinten, wir könnten damit bis nach den Ferien warten. Jennifer warf mir einen mitleidigen Blick zu. Ich ignorierte ihn und setzte mich an den kleinen Schreibtisch in der hinteren Zimmerecke. Auf der Couch ist noch Platz, Ella, sagte mein Dad und stellte meinen Laptop vor mir ab. Hier ist es prima. Als Jennifer sich räusperte, sah ich hinüber. Aber ihr Blick galt Anastasia. Anna verdrehte die Augen und stieß einen dramatischen Seufzer aus, blickte mich dann aber über die Schulter hinweg an. Sorry. Ja klar, ganz bestimmt. Ich war nicht die Einzige, die ihr das nicht abnahm. Anna, sagte Jennifer warnend. Erneutes Augenrollen. Noch ein Seufzer. Tut mir leid, Ella. Immer noch nicht überzeugend. Aber Jennifer ließ es gut sein und wechselte stattdessen das Thema. Ella, würdest du gern heute Abend zum Halloween-Ball gehen? Du kannst Annas Karte haben, denn sie wird heute Abend nicht ausgehen. Nicht, dass es mir keine Genugtuung verschafft hätte, Anna mit Hausarrest belegt zu wissen, aber zum Ball zu gehen klang ungefähr genauso spaßig, wie weitere 6 Monate in der Reha-Klinik zu verbringen. Nein, schon in Ordnung. Ich hatte ohnehin nicht vor, hinzugehen. Ich war noch nie Fan von Schulbällen. Das stimmte nicht ganz. Früher hatte ich solche Feste geliebt, aber angesichts der Tatsache, dass ich nicht mehr tanzen konnte, hatten sie inzwischen ihren Reiz für mich verloren. Kein Problem, beharrte Jennifer. Uns bleiben immer noch ein paar Stunden Zeit, um ein Kostüm für dich zu finden. Und ich bin sicher, Juliet hätte nichts dagegen, dich mitzunehmen. Tja, wenn sie den Wink mit dem Zauberunfall nicht verstand. Das ist wirklich nett gemeint, Jennifer. Aber was soll ich dort? Ich könnte mit niemandem tanzen, nicht lange auf den Beinen bleiben. Ich habe kein Date und keine Freunde, die mir Gesellschaft leisten würden. Und ich will Juliet nicht den Abend ruinieren, indem ich sie zwinge, das Ganze mit mir auszusitzen. Ich fürchte, Bälle sind einfach nichts mehr für mich. Aber das ist okay. Ich war vor meinem Unfall in der 9. und 10. Klasse
auf dem Abschlussball. Einmal sogar Ballprinzessin, also verpasse ich nichts. Du warst Abschlussballprinzessin? Fragte mein Dad. Seine Überraschung hätte mich schlimmer gekränkt, wenn nicht auch ein Hauch Stolz in seiner Stimme gelegen hätte. Anna, Juliet und Jennifer sahen mich ebenfalls verblüfft an. Schockierend, ich weiß. Aber ich war tatsächlich mal normal. Ich hatte Freunde, bin mit Jungs ausgegangen, hatte ein Leben. Es gab sogar ein paar Leute, die mich wirklich gemocht haben. Damit setzte sich der Unterhaltung wirkungsvoll ein Ende. Und wir alle verfielen in peinliches Schweigen. Der einzige Laut im Zimmer kam von Billy Bush, der im Fernsehen davon schwafelte, dass Brian Oliver und Kylie Summers sich am vergangenen Wochenende auf ihrer Geburtstagsparty verlobt hatten. War ja klar gewesen. Zusätzlich zu meinen Hausaufgaben hatte ich einen kompletten Schultag nachzuarbeiten. Aber mir fiel auf, dass Cinder im Messenger eingeloggt war. Und ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, ihn eine schnelle Nachricht zu schicken. Ella, the real hero. Und Fiktion wird Wirklichkeit. Cinder 458. Will ich wirklich wissen, was du damit meinst? Ella, the real hero. Brian Oliver und Kylie Summers haben sich verlobt. Einmal mehr verliebt sich der Prinz in die Kriegerprinzessin. Bloß ist es diesmal schlimmer. Prinzessin Ratana konnte wenigstens kämpfen. Wozu ist Kylie Summers zu gebrauchen? Cinder 458. 6? Ich schnaubte, unterdrückte mein Lächeln jedoch schnell, als alle im Zimmer um mich herum aufmerksam wurden. Gibt's was Lustiges? Fragte mein Dad vergnügt. Ich blickte auf mein Chatfenster und verdrehte die Augen. Eher tragisch und typisch. Ella, the real hero. Das ist wahrscheinlich der einzige Grund, aus dem Brian Oliver mit ihr zusammen ist. Ich nehme meine Behauptung zurück, er wäre tiefgründig. Offensichtlich ist er ein ebenso oberflächlicher Schwachkopf wie jeder andere Kerl auf diesem Planeten. Cinder 458. Außer mir, oder? Ella, the real hero. Machst du Witze? Du bist der Schlimmste von allen. Cinder 458. Autsch! Da hat heute jemand schlechte Laune. Ich stieß ein Seufzen aus. Er hatte recht. Ich sollte meinen Ärger nicht an ihm auslassen. Er konnte ebenso wenig wie Brian Oliver etwas dafür, dass er Kylie Summers perfekten Bikini-Model-Körper erlegen war. Ich meine, wenn ich die Chance hätte, mit jemandem rumzuknutschen, der so heiß war wie Brian Oliver, dann würde ich wohl kaum ablehnen. Ella, the real hero. Tut mir leid, du hast recht. Ich habe gerade den schlimmsten Tag aller Zeiten hinter mir und bin jetzt mies drauf. Ich darf nicht mehr in mein eigenes Zimmer und werde gezwungen, unter meinen Stiefmenschen zu leben. Cinder 458. Meinst du nicht eher, du darfst nicht mehr aus deinem Zimmer? Ella, the real hero. Nope. In. Ich darf im Moment nicht allein sein, was bedeutet, dass ich mich nicht vor den Stiefhexen verstecken kann. Höhere Mächte haben sich gegen mich verschworen und zwingen mich dazu, mich in meine Familie zu integrieren. Und wehe, wenn nicht. Cinder 458. Was genau soll das heißen? Ich saß da und starrte den Mauspfeil auf meinem Bildschirm an. Zum ersten Mal überhaupt hatte ich das Bedürfnis, Cinder zu erzählen, was wirklich mit mir los war. Ich wusste nicht, wieso. Ich war nie jemand gewesen, der um Aufmerksamkeit gebettelt hätte. Nun aber schwebten meine Finger über den Tasten und es juckte sie danach, meine Probleme abzuladen. Ich war einfach mitgenommen und wusste, dass Cinder mir zuhören würde. Ella, the real hero. Wenn ich es nicht schaffe, mit der Familie meines Dads zurechtzukommen und in der Schule Freundschaften zu schließen, stecken sie mich in die Psychiatrie. Das war die getippte Version eines spontanen Gefühlsausbruchs. Cinder 458. Was? Das ist lächerlich. Warum sollten sie das tun? Ella, the real hero. Lange Geschichte. Cinder 458. Ich warte. Ich verkniff mir ein Stöhnen und bereute bereits meinen Augenblick der Schwäche. Cinder versuchte immerzu auf subtile Weise mich zum Reden zu bringen. Natürlich sprang er auf dieses winzige Informationshäppchen an, das ich ihm soeben hingeworfen hatte. Es war gerade genug, um ihm einen Vorwand zu liefern, mich genau dorthin zu drängen, wo er mich haben wollte.
Ella, the real hero. Heute hat mich so ein Typ in der Schule fertig gemacht und die Sache ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Cinder 458. Was ist passiert? Ich bring ihn um. Ella, the real hero. Nichts, es war ein Unfall. Aber mein Dad und der Schulleiter haben herausgefunden, dass ich schikaniert werde und meine Therapeutin angerufen. Jetzt machen sich alle Sorgen, dass ich wieder versuchen könnte, mich umzubringen. Aber im Ernst. Damit schlage ich mich schon herum, seit die Schule angefangen hat. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sie jetzt Bescheid wissen. Cinder 458. Wie meinst du das? Du könntest wieder versuchen, dich umzubringen? Ich stieß einen Fluch aus und schlug die Hände vors Gesicht. Wie hatte ich mir das nur herausrutschen können? Unfassbar, dass ich ihm all das gestanden hatte. Ich hatte soeben dem selbstbewussten Kerl der Welt, der wunderhübsch und beliebt war und ein perfektes Leben hatte, erzählt, dass ich eine Loserin mit Selbstmordgedanken war, die in der Schule gemobbt wurde. Er würde nie wieder mit mir reden wollen. Ich bemühte mich halbherzig um Schadensbegrenzung, aber wahrscheinlich war es ohnehin zu spät. Ella, the real hero. Nach dem Unfall ging es mir eine Zeit lang ziemlich schlecht, aber ich habe meine Lektion gelernt. Jetzt ist alles okay, echt. Mir geht's viel besser. Die sind alle bloß paranoid und überempfindlich. Cinder 458. Wirklich? Du hast nicht ernsthaft solche Gedanken, oder? Ella, the real hero. Nein! Cinder 458. Ich meine das ernst. Ich weiß, du willst nie über deinen ganzen Familienkram reden. Aber versprich mir, dass du nicht daran denkst, dich umzubringen. Schwör's! Ella, the real hero. Ich verspreche es, Cinder. Ich schwöre dir, dass es nicht mehr so schlimm ist. Mein Leben ist kein Ponyhof. Aber wie könnte ich ihm ein Ende setzen wollen, wenn ich dich habe, mit dem ich jeden Tag reden kann? Cinder 458. Das ist nicht witzig, Ella. Ella, the real hero. Ich mache keine Witze. Du bist ganz im Ernst das Beste an jedem einzelnen Tag meines Lebens. Ich bin so froh, dass ich dich zum Reden habe. Cinder 458. Wie wäre es dann, wenn wir mal möglich miteinander reden würden? Rufst du mich an? 310-555-4992. Ich zog die Luft ein. Rufst du mich an? Diese vier kleinen Worte ließen mein Herz praktisch stillstehen. Ich las die 10 Ziffern der Nummer immer und immer wieder. Der Anblick bescherte mir gleichzeitig Panik und ein rauschhaftes Glücksgefühl. Vor dem Unfall hatte ich mir oft ausgemalt, bis spät in die Nacht mit ihm zu telefonieren, aber nie den Mut gehabt, nach seiner Nummer zu fragen. Und er hatte sich nie nach meiner erkundigt. Nun saß ich hier und starrte auf den Schlüssel, der es mir ermöglichen würde, endlich seine Stimme zu hören. Konnte ich das tun? Konnte ich am Telefon mit Cinder sprechen? Cinder 458. Ella? Ella, the real hero. Ich weiß nicht. Cinder 458. Wir kennen uns seit fast 3 Jahren. Ich denke, wir können ruhigen Gewissens ins Telefonstadium unserer Beziehung vorstoßen. Ein einfacher Anruf klang nach nicht viel, aber war tatsächlich ein gigantischer Schritt. Wenn man am Telefon mit jemandem sprach, lag darin eine gewisse Intimität. Man hörte die Stimme des anderen. Damit würde Cinder zu so viel mehr als nur einem profillosen Internetfreund werden. Ella, Drill Hero. Es fühlt sich nur irgendwie anders an. Intimer oder so. Ich wusste, er konnte mich nicht sehen. Aber während ich den letzten Satz tippte, lief ich rot an. Cinder 458. Ist es auch. Deshalb musst du mich anrufen. Ich muss wissen, dass es dir wirklich gut geht. Sonst werde ich verrückt. Ich muss deine Stimme hören. Ruf mich jetzt sofort an, Madame. Bitte! Er wirkte verzweifelt. Er musste meine Stimme hören? Meinte er das wirklich ernst? Ella! Jennifer erschreckte mich so heftig, dass mir ein winziges Quieken entfuhr und ich auf meinem Stuhl zusammenzuckte. Alles in Ordnung? Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Ich war so in meine Unterhaltung vertieft gewesen,
dass ich darüber ganz vergessen hatte, dass die anderen im selben Raum mit mir waren. Jetzt starrten sie mich alle an. Die Zwillinge hielten mich zweifellos für einen Freak. Und Dad und Jennifer beäugten mich, als hätten sie Angst, ich würde jeden Augenblick aufspringen und mich auf die Küchenmesser stürzen. Alles gut, murmelte ich und errötete unter ihren eindringlichen Blicken. Cinder 458. Ella, mein Handy klingelt nicht. Warum klingelt mein Handy nicht? Ich sah wieder zu meinem Vater hoch, der mich genau beobachtete. Er wirkte dabei genauso offen und aufrichtig wie heute Morgen in der Schule, als sei er ernsthaft besorgt um mich. Ich hatte ihm versprochen, mir größere Mühe zu geben. Ich hatte versprochen, mich noch mehr anzustrengen, soziale Kontakte zu pflegen. Ich war mir ziemlich sicher, dass ein Anruf bei Cinder darunter fiel. Ich entschloss mich, mutig zu sein und wartete, bis meine Familie nicht mehr auf mich achtete. Dann nahm ich mein Handy zur Hand und wählte mit zittrigen Fingern seine Nummer. Er meldete sich beim ersten Klingeln. Hallo? Seine Stimme war tiefer, als ich erwartet hatte. Nur dieses eine Wort jagte mir einen Schauer über den Rücken. Aber er klang verwirrt. Warum klang er verwirrt? Er hatte doch buchstäblich auf meinen Anruf gewartet. Cinder? Am liebsten hätte ich mir einen Tritt in den Hintern dafür versetzt, wie zaghaft meine Stimme klang. Ella Mara, du bist es! Meine wunderhübsche und weise mystische Priesterin der Gefilde. Endlich sprechen wir miteinander. Heilige Scheiße, deine Stimme klingt sexy. Ich schlug mir die Hand über den Mund. Das hatte ich nicht laut sagen wollen. Es war mir einfach so, dass er klang, als könne seine Stimme Butter oder Frauenherzen zum Schmelzen bringen. Sie war tief und melodisch und hypnotisierend. Der Kerl redete nicht, er schnurrte. Hab ich schon mal gehört, zog er mich lachend auf. Ein tiefer, voller Laut, noch 10-mal gefährlicher als seine normale Stimme. Zu meiner absoluten Schmach hatte ich es einmal mehr geschafft, die Aufmerksamkeit der anderen im Zimmer auf mich zu lenken. Alle starrten mich an, und wer konnte ihnen das schon verübeln? Nach dem, was ich gerade losgelassen hatte, jede einzelne ihrer verblüfften Mienen unterschied sich geringfügig von denen der anderen. Mein Vater wirkte entsetzt, in Jennifers weit aufgerissenen Augen dagegen lag so etwas wie ein aufgeregter Glanz. Juliet grinste, und Anastasia sah mich genauso an wie immer. Mit kaum verhüllter Abscheu und Verachtung. Ich wurde rot, klappte den Laptop zu und sagte, hey, Cinder, kannst du mal eine Minute dranbleiben? Ich warf meinem Dad einen flehenden Blick zu. Darf ich in meinem Zimmer telefonieren? Bevor mein Dad antworten konnte, runzelte Juliet die Stirn. Was ist Cinder denn für ein Name? Oh mein Gott! Das ist dieser Kerl, der immer Kommentare auf ihrem Blog schreibt, kreischte Anastasia plötzlich. Ella hat einen Internetfreund. Was für ein Freak. Sie war so laut, dass Cinder sie mit Sicherheit gehört haben musste. Anna, grollte Dad. Was? Online-Dating ist sowas von abartig. Sie wandte sich zu mir um und fügte hinzu. Du weißt hoffentlich, dass Internetspanner nicht als echte Freunde zählen. Nicht mal, wenn man mit ihnen telefoniert. Anastasia, das reicht, brüllte mein Dad. Du hast dir gerade eine zusätzliche Woche Hausarrest eingehandelt. Geh auf dein Zimmer, sofort. Mit Vergnügen, schrie sie zurück. Ich war sowieso bloß hier unten, weil ihr mich gezwungen habt, auf den selbstmordgefährdeten Freak aufzupassen. Während ich zusah, wie Anastasia die Treppen hinaufstapfte, wäre ich am liebsten gestorben. Zweifellos hatte Cinder jedes Wort gehört. Er konnte es nicht sehen, aber mein Gesicht glühte so rot, dass es weh tat. Wie um alles in der Welt sollte ich nun noch mit ihm reden können. Ich war so nervös, dass ich kurz davor war, mich zu übergeben. Ella, fragte Cinder, als es wieder ruhig wurde. Bist du noch da? Er klang zögerlich. Willkommen in meinem Leben, sagte ich mit einem verzagten Seufzer. Tut mir leid, dass du das mit anhören musstest. Schon in Ordnung. Es war definitiv nicht in Ordnung.
Ich fühlte mich zutiefst gedemütigt. Es grenzte an ein Wunder, dass ich nicht in Tränen ausgebrochen war. Wahrscheinlich lag es einzig daran, dass ich mich noch immer in Schockstarre befand. Danke, dass du mir deine Nummer gegeben hast, aber vielleicht ist das gerade ein schlechter Zeitpunkt zum Telefonieren. Mein Dad stand hastig auf und wedelte mit den Händen, um meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Nein, du musst dein Telefonat nicht abbrechen. Wir geben dir ein wenig Privatsphäre. Er sah zu Jennifer und Juliet. Nicht wahr, Ladies? Sein unverhohlen verzweifeltes Sehnen danach, mich mit jemandem reden zu sehen, und sei es nur ein Fremder aus dem Internet, war nicht weniger peinlich als Anastasias Geplärre. Um es noch schlimmer zu machen, reagierte Jennifer genauso furchtbar. Natürlich, nur zu, unterhalte dich ruhig mit deinem Freund Ella, quietschte sie. Wir können von der Küche aus ein Auge auf dich haben. Ich muss ohnehin mit den Vorbereitungen für das Abendessen anfangen. Während ich noch damit beschäftigt war, verscharrt darüber, dass sie das Wort Freund in den Mund genommen hatte, im Boden zu versinken, sprang sie vom Crosstrainer. Eilig schloss sie zu meinem Bett auf und schien mehr als froh darüber, ihr Workout vorzeitig beenden zu können. Beide schickten sich an, die Treppe hinaufzugehen und drehten sich nochmals zu Juliet um, die sich auf der Couch ausgestreckt hatte, statt aufzustehen. Ich war zuerst hier, erwiderte Juliet auf ihre auffordernden Blicke. Ich gehe nicht mal in die Nähe von Ellas Liebesleben. Ist mir ehrlich gesagt Schnuppe. Außerdem soll sie doch sowieso nicht allein bleiben. Was, wenn sie versucht, sich vom Balkon zu stürzen oder so? Gab es irgendjemanden auf dieser Welt, der nicht das Bedürfnis verspürte, mich zu demütigen? Ich funkelte Juliet wütend an. Sie wedelte bloß mit einem paar Kopfhörer in meine Richtung und schob sie sich in die Ohren. Ich drehe die Lautstärke hoch. Mein Dad und Jennifer warf mir beide so hoffnungsvolle Blicke zu, dass ich darauf nichts mehr erwidern konnte. Ich verdrehte die Augen und schleppte mich zu dem Sessel hinüber, in dem zuvor mein Vater gesessen hatte. Sobald Dad und Jennifer fort waren, sah ich zur Couch hinüber. Juliet war bereits in das vertieft, was sie am besten konnte, mich ignorieren. Sie wippte im Takt ihre Musik mit dem Kopf und las in einem Schulbuch. Ich glaubte nicht, dass sie mich würde hören können. Aber zur Sicherheit sprach ich trotzdem leise. Cinder, bist du noch da? Mir war nicht klar, dass mich eine Erhebung unserer Beziehung in den Telefonstatus direkt zu deinem festen Freund machen würde. Heißt das, wir müssen heiraten, falls wir uns jemals persönlich treffen? Vor Überraschung musste ich laut lachen. Juliet sah zu mir hinüber und hob eine Augenbraue, wandte sich dann aber ohne ein Wort wieder ihrem Schulbuch zu. Tut mir leid, ich halte nichts von Polygamie und ich bin mir ziemlich sicher, dass du schon mit deinem Auto verheiratet bist. Sehr witzig. Sein flacher Tonfall brachte mich wieder zum Kichern. Dann seufzte ich. Oh Mann, es fühlt sich gut an zu lachen. Ich habe echt den schlimmsten Tag aller Zeiten hinter mir. Danke, dass du mich gezwungen hast, dich anzurufen. Obwohl ich es immer noch nicht fassen kann, dass wir miteinander reden. Ich habe mich immer gefragt, wie du wohl klingst. Ich mich auch. Ich habe sogar mal Videos mit Leuten aus Boston gegoogelt, um den Dialekt zu hören. Ich lachte wieder. Ach komm, echt jetzt? Ja, wirklich. Und du enttäuscht mich nicht. Sag nochmal Auto für mich. Du bist ein Spinner, antwortete ich, gab dann aber nach und sagte Auto. Es klang eher nach Ado und Cinder lachte. Herrlich, sagte er, da wir gerade schon von Boston reden. Von dort aus rufst du aber nicht an. Ich konnte gerade noch so ein Keuchen unterdrücken. Aber mein Magen rutschte mir in die Kniekehlen. Die automatische Anruferkennung hatte ich völlig vergessen. Wie sollte ich denn erklären, weshalb wir die gleiche Vorwahl hatten? Ja, nein, ich weiß. Das liegt daran, dass mein Dad in L.A. lebt. Und bei ihm wohne ich, seit ich aus dem Krankenhaus entlassen worden bin. Ich erwartete, dass er ausflippte und sich mit mir treffen wollen würde. Aber am anderen Ende der Leitung
war es einen Augenblick lang still und dann fragte er leise: Warum hast du das nie erwähnt? Ich war überrascht, wie vorsichtig und zurückhaltend er klang. Vielleicht hatte ich ihn verletzt, indem ich ihm nichts von dem Umzug erzählt hatte. Hoffentlich würde ich es ihm erklären können, ohne gestehen zu müssen, was der Unfall mit mir gemacht hatte. Ich weiß es nicht. Es hat schon eine Weile gebraucht, bis ich überhaupt den Mut gefunden hatte, dir eine Mail zu schreiben. Und dann sind wir direkt wieder in unseren Rhythmus gefallen. Und alles ging so schnell, dass ich gar nicht mehr wirklich daran gedacht habe. Du warst einfach immer bloß ein Internetfreund, weißt du? Ich glaube, ich hatte wirklich Angst, das kaputt zu machen. Er stieß einen Atemzug aus, der verdächtig erleichtert klang. Vielleicht hatte er genauso viel Angst vor einem persönlichen Treffen wie ich. Ein Gedanke, der ebenso enttäuschend wie erleichternd war. Ja, ich weiß, was du meinst. Dass wir uns noch nie getroffen haben, hat mir in unserer Beziehung immer am meisten gefallen. Warum? Ich schätze mal, von Angesicht zu Angesicht fällt es den Leuten schwer, bei mir über Äußerlichkeiten hinwegzusehen. Mein Aussehen, das Auto, die Beziehungen. Aber weil du all das nicht sehen kannst, siehst du nur mein wahres Ich. Das ist schön. Wow, Sinder, schnaubte ich. Ich wusste, dass er es ernst meinte, aber gerade deshalb klang es so lustig. Wie unglaublich tiefsinnig von dir. Ich bin beeindruckt. Siehst du? Sinder lachte. Jetzt machst du mir das Leben schwer. Niemand, der mich persönlich kennt, würde das jemals tun. Die meisten Leute verhalten sich mir gegenüber so unecht. Sie sagen genau das, was ich ihrer Meinung nach hören will. Und tun alles, was ich von ihnen verlange. Na dann ist es ja kein Wunder, dass du so egoistisch bist. Vielleicht hast du recht mit der Anonymität. Ich weiß nicht, ob ich dir ins Gesicht sagen könnte, wie stur, streitsüchtig und oberflächlich du bist. Oder dass du einen schrecklichen Filmgeschmack hast. Besonders dann nicht, wenn du tatsächlich so zum Dahinschmelzen bist, wie du behauptest. Und wer bliebe denn noch, der dich davor bewahrt, vollends zum egozentrischen Idioten zu werden? Sinder lachte wieder. Ein riesiges, tiefes, bellendes Lachen. Ich konnte mir ausmalen, wie er dabei den Kopf zurückwarf und sein ganzer Bauch bebte. Nicht, dass ich glaubte, er hätte einen Bauch. Natürlich nicht. Alles andere als ein Sixpack erschien mir unter seiner Würde. Sinder seufzte sich aus seinem Lachanfall auf den Boden zurück. Oh, Ella Mara, du bist das einzige Mädchen auf der Welt, das je solche Sachen zu mir sagt. Und genau darum, so sehr du mich auch zur Weißglut treibst, so selbstgerecht, starrsinnig und unausstehlich du bist, bist du mein absoluter Lieblingsmensch. Meine Lungenflügel verkrampften sich und machten es mir unmöglich zu atmen. Aber irgendwie war das Brennen in meiner Brust das beste Gefühl der Welt. Als würde man sein Gesicht in die Sonne halten oder aus dem Schnee ins Warme kommen und eine Tasse Kakao trinken. Ich betete, dass Sinder meine Tränen nicht bemerken würde. Aber mit Moms Tod schien das Glück, mich für immer verlassen zu haben. Ella! Seine Stimme schlug von träge zu entspannt zu alarmiert um. Was ist los? Warum weinst du? Alles gut. Ich weiß nicht, ob er mir das bei all dem Schniefen abnahm. Es ist einfach bloß schön, jemanden zu haben, der sich Gedanken um einen macht. Du bist auch mein Lieblingsmensch. Du bist mein bester Freund. Einen Augenblick lang war Sinder still. Als er weitersprach, lag in seiner Stimme nichts mehr von dem selbstbewussten, sexy, witzigen Kerl, den ich so gut kannte. Bist du sicher, dass wirklich alles in Ordnung ist? Ich meine, du würdest mir sagen, wenn es nicht so wäre, oder? In seiner Stimme lag echte Verletzlichkeit. Ich hatte mal einen Freund, der Selbstmord begangen hat. Ella, der Gedanke, dich zu verlieren. Er brach so abrupt ab, dass ich geglaubt hätte, die Leitung wäre tot, wenn ich nicht sein Räuspern gehört hätte. Ganz so, als versuche er, seine Stimme wieder unter Kontrolle zu bekommen.
Du hast wirklich jemanden, der sich Gedanken um dich macht, sagte er sanft. Ganz egal, wie schlimm es in der Schule oder zu Hause läuft. Oder was auch immer, du hast mich. Du bist auch meine beste Freundin. Du hast jetzt meine Nummer. Speicher sie in deinem Handy und ruf jederzeit an. Tag und Nacht und zur Geisterstunde. Ganz egal, okay? Ich brauchte einen Moment, um eine Reihe tiefer Atemzüge, bevor ich antworten konnte. Okay. Versprochen? Versprochen. Solange du immer da bist, geht es mir gut. Innerlich verfluchte ich mich, lachte aber ins Handy. Wow, das klang echt schmalzig, siehst du? Deshalb wollte ich dich nicht anrufen. Ich kann meinen blöden Mund so viel besser zensieren, wenn ich meine Gedanken abtippen muss. Zinder lachte noch einmal. Ah, aber dann würdest du all die süßen Belanglosigkeiten verpassen, die ich dir ins Ohr zu flüstern plane. Nun, da ich weiß, wie sehr dir meine ultrasexy Stimme gefällt. Ich wurde rot, weigerte mich aber, ihn merken zu lassen, wie sehr seine Flirtversuche mich durcheinander brachten. Ultra habe ich nie gesagt, du Egomane. Aber du solltest definitiv über eine Karriere als Hörbuchsprecher nachdenken. Keine schlechte Idee. Sinders Stimme wurde wieder zu diesem langsamen, verführerischen Schnurren, als er fragte. Soll ich dir etwas vorlesen, Elamara? Der Gedanke ließ mich wohlig erschaudern und es gelang mir nicht ganz, meine Aufregung zu verbergen. Im Ernst? Warum nicht? Bevor du angerufen hast, wollte ich mich gerade ganz einsam und allein in einen Top-Gear-Marathon stürzen. Du bist so ein Lügner. Es ist Freitagabend und es ist Halloween. Ausgeschlossen, dass du keine Pläne hast. Keine wichtigen. Bloß eine dumme Party, zu der ich gehen soll, wenn es nach meiner Quasi-Freundin geht. Deine Quasi-Freundin? Ja. Cinder zog das Wort über einen ausgiebigen Atemzug in die Länge. Lange Geschichte. Aber so viel liegt mir nicht an ihr. Ich würde viel lieber zu Hause bleiben und mit dir lesen. Außerdem kann ich jetzt nicht einfach auflegen, wenn du den schlimmsten Tag aller Zeiten hinter dir hast. Welcher beste Freund würde so etwas tun? Wieder kamen mir beinahe die Tränen. Es war so ein süßes Angebot, so aufmerksam. Lesen war eine Leidenschaft, die Cinder und ich teilten. Wir lasen und diskutierten ständig über Bücher. Wir hatten sogar früher schon vereinbart, gleichzeitig das gleiche Buch zu lesen, aber zusammen hatten wir noch nie eines gelesen. Cinder musste wissen, wie viel mir das bedeuten würde. Dann muss es der Druidenprinz sein, sagte ich. Cinder lachte. Das habe ich schon in der Hand.